Riesenandrang in Graz, eine ausverkaufte Arena. Über 15.000 sind gekommen, sie alle wollen sich diesen Schlager nicht entgehen lassen. In den Katakomben der UPC-Arena fiebert zunächst ein 24-Jähriger seinem Auftritt entgegen, Schlagerbarde Andreas Gabalier. Er hat ein neues Sturmlied geschrieben und wird 1909 gleich mitten auf dem Spielfeld uraufführen. Wie die Fankurve reagieren wird, weiß man nicht. Das ist auch immer ein bisschen so hin oder her. Aber ich hoffe, also ich bin guter Dinge. Es ist mit Abstand die rockigste Nummer, die ich jemals geschrieben habe und produziert habe. Und ich glaube, es ist für jeden ein bisschen was dabei. Der Auftritt verläuft, sagen wir, durchwachsen. Und wie die eingefleischten Fans der Nordkurve reagieren, ist schon beim ersten Ton klar. Sie quittieren den Auftritt mit einem Pfeifkonzert. Nach vorne spielen, du musst probieren, Akzente zu setzen. Und da besteht natürlich immer wieder die Gefahr, wenn gerade eine Mannschaft wie Tirol nach Ballgewinn schnell umschaltet. Sie haben schnelle Spieler, die vor allen Dingen auch aus der Tiefe mit nach vorne gehen. Führungstor, sie waren halt gebrochen und nach der zweiten Halbzeit ist es ein ganz klarer Sieg für uns. Run fast!